Mache dazu Redstone. Redstone haben wir ja bestimmt auch genug, oder? Ja, massig. Olk hat massig da. Auf jeden Fall. So, dann gieß die Form doch bitte mal voll. Hey, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Mind Faction 2. Mit dabei ist der liebe Onkel Poppy. Hallo. Und wir gehen am besten mal auf den Server, oder? Ja, wir gehen mal drauf. Jo, start. Ich war jetzt gefühlt 2 Jahre schon nicht mehr auf dem Server gewesen, ey. Ja, ich habe ja heute schon 2 Folgen aufgenommen. Wobei, es muss war ich gestehen. Es war tatsächlich das letzte Mal Freitag gewesen. Nee. Aber gefühlt fast eine eben, Woche, ne? Oder? Ja, nee, letzten Freitag zum Livestream, genau. Ah, okay. Habe ich ja den 2 Stunden Livestream gemacht, der ja bei mir gestern kam. Oh, wir hätten hier Blümchen gepflanzt, oh, ist das süß. Blümchen neben dem Bett. Ui. Wir haben jetzt auch 4 Betten. Ja, habe ich gerade eben gesehen. Voll cool. Hat jeder ein Bettchen. Und schon ist sie wieder weg. Ja. Ratzfatz, Alter. Ich muss mal da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Und zwar habe ich in der letzten Folge hier diese ganzen Büsche hingepflanzt. Ja, was steht denn überhaupt an hier? Was machen wir denn heute? Ich bin überhaupt nicht im Bilde. Brauchst du irgendwie was oder so? Brauchst du was? Ja, ich überlege gerade. Ich muss mir ja jetzt langsam mal eine Waffe machen. Ja. Weil... Lol. Die alten Villager hier, ne? Die sind sowas von Porno. Die rennen ja einfach rein und raus. Ne, ich muss mir langsam mal eine Waffe machen. Und da ist halt einfach der Knotenpunkt. Ich weiß nicht, was für eine Waffe. Jetzt weiß ich, ach ja, genau. Jetzt weiß ich, was ich mal ausprobieren wollte. Ich habe das nämlich gesehen beim... Wo kommt denn der jetzt schon wieder her? Die rennen die ganze Zeit rein und raus. Spawnen die hier bei uns im Haus, ja, oder was? Ja, nee, die wohnen da. Fühlen sich halt wohl in unserer Gegenwart, Olli. Und das nur, das weil ich beim Schlafen immer pupse. Das sie halt. Es ist, ja. Nee, was ich mal ausprobieren wollte, ist, ich hab's bei Flu, war das bei Flu? Ich glaube, ich habe das bei Flu gesehen in Mind Faction 1, wenn man so 2 Tables nebeneinander setzt, dass du dann so ein Longschwert machen kannst zum Beispiel. Ich weiß nicht, geht das hier? Ich habe ein Longschwert. Kann man das damit machen? Ich weiß nicht, Olk hat mir das gemacht. Oder ist das... Ach nee, warte mal, das ist unten bestimmt bei der Schmelze. Warte, ich baue das nochmal ab. Flupp. Habe ich das eingesammelt? Muss ich tatsächlich gestehen, dass Olk mir das gemacht hat, weil ich bin ja da sowieso... Ich habe eben schon zum Olli gesagt, ihr macht so die Mods, ne? Und ich bin so die hier... Macht die Stadt schön. Ein Rapier ist das. Ah, cool. Jetzt ist der, da ist ein Longsword. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn geiler? Ein Broadsword? Steht hier irgendwo, was der hittet? Nee, ne? Das ist blöd. Ein Broadsword, ein Longsword. Damage moderate, moderate. Requires per damage moderate. Do I be high? Ist high. Damage low, okay. Es ist, dann mache ich mir, glaube ich, ein Broadsword, richtig? Charge. Ja. Wie gesagt, ich habe davon ja zu viel Ahnung. Ne, muss ich mir doch ein Longsword machen, okay. Alles klar, dazu brauche ich ein paar Sachen. Jetzt ist nur die Frage, was für ein Material nehme ich. Nehme ich dazu Alu? Alu? Aluminium. Alu, ist das die, ich weiß es echt nicht. Also auf jeden Fall mache ich mir ein Longsword, das ist schon mal Fakt. Das ist schon mal Fakt. Okay, also, ich werde mal gucken. Wir haben doch hier irgendwo eine Schablone. Hauptsache, ich reiß sie einfach wegen ihrer Häuser ab. Oh nein, mein Dings ist kaputt. Große Klingusform. Was für Material? Ja, was haben wir denn hier noch drin? Obsidian. Ich glaube, ich nehme dafür Obsidian. Ja, wir haben ja so einen Obsidian-Turm von, deswegen hau rein, ganz ehrlich. Obwohl, ich könnte ja auch einen Obsidian-Hammer machen, ne, im Endeffekt. Das wäre natürlich auch noch eine Maßnahme, so einen alten Obsidian-Hammer. Wo sind die Gussformen? Wo sind die Hammergussformen? Hallo, Hammergussformen. Wer meinte, ich glaube hier, Sahel hat die auch schon gesucht, letztens. Die ist weg, ne? Ja, irgendwer hat die letztens auch gesucht.
Ich glaube, Sascha war's. Als ich mit dem nochmal gestreamt habe, da die halbe Stunde. Pass auf, dann machen wir das mal ganz anders. Habe ich? Wie viel brauchen wir denn? 8 Material, okay. Das ist schon mal Gold. Dann können wir nämlich das machen. Wo wir nämlich gerade bei Gold sind. Zack. Ich hoffe, wir haben hier Gold drin. Ja, das passt. Das passt. So, dann machen wir da mal eine neue Form. Und dann können wir nämlich da einmal Obsidian Hammer draus machen. Weil ich glaube, das ist so neben nee, ne? Es reicht nicht. Verdammt! Es reicht nicht. Fällt dir noch was ein? Haben wir denn noch Obsidian da? Ja, vor der Tür. Nee, musst du was holen. Aber wir haben keine Dia-Hacke. Ich habe keine Dia-Hacke mehr. Mann. Das ist natürlich schlecht. Ich habe aber eine Meteoritenspitzhacke. Kann ich das damit nicht auch abbauen? Das geht auch damit auch. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich weiß es nicht. Doch, 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 doch. Wo ist denn der olle Turm? Hallo Turm! Wir wollten da sowieso mal reingucken. Wo ist denn der Turm? Bin ich blöd? Da hinten, da. Ach da, haha, vom Haus fertig. Okay, pass auf, dann ich öffne den jetzt mal. Irgendwo da drin soll auf jeden Fall auch noch eine Truhe sein. Jetzt ist die Frage, mache ich das von unten und gehe hoch oder gehe von oben nach unten runter? Die Gefahr, dass ich natürlich dann... Soll ich mal mitkommen, lieber mit dem Schwert? Runterfalle ist natürlich dann... Geh von hier unten einmal reingucken, was höher, drin ne? ist. Buddel mal rein. Oder warte, ich mach den mal hier. Dann können wir zumindest mal gucken. Mal sehen, ob wir überhaupt irgendwie was finden. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, als ob das so eine Doppelwand ist, ey. Wenn da überhaupt ein Hohlraum drin ist. Wahrscheinlich musst du den ganzen Turm abbauen und findest eine Kiste drin. Ja. Voll gut, voll gut, voll gut. Ja, weil es einfach so Ewigkeiten braucht. Was ist eigentlich mit den Blöcken, die ich da letztes Mal abgebaut habe, von diesem komischen Stammteil? 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 Hier von dem, wie heißt es denn, dieser Totem, dieses Totem. Das war doch auch Obsidian. Weiß es nicht. Hat da schon einer geschmolzen? Ja, halt, oder? Also hier ist auf jeden Fall nichts drin hohl. So, ich habe 8 Obsidian. Okay, danke erstmal. Ich glaube, um mich schwirbt auch noch eins rum. Wo? Ein Obsidian? Ja, kann sein. Nö. Nö, 8 Stück habe ich abgebaut und 8 Stück, das passt da auch. Ja. So, dann schmeißen wir die einmal rein, dass die schmelzen können. Hast du meinen wunderschönen Garten gesehen? Nee, also guck ich mir an. Alter, jetzt habe ich schon wieder diesen Bug und komme mir nicht hoch. Das geht doch gar nicht. Wo ist denn die alte Olli-Kiste? Vielleicht ist es ja auch deswegen, weil es... Nee, in der Olli-Kiste ist auch nichts drin. Da habe ich zwar die Dias reingetan. Erze. Ich behalten. Lapisblock. Dann wurden die tatsächlich schon eingeschmolzen, so wie es aussieht. Nehmen wir mal den Kies. Ah, nee, hier, ich hab's noch. Ich hab's. Ah, ich hab's. So. Nee, deinen Garten, den gucke ich mir gleich an. Ah, okay. Das machen wir doch glatt. Ich hab das aber auch immer mit diesen. Da lässt sie mich drin. Ich wollte jetzt mal gucken, komm. Wo ist denn dein Garten hier? Zeig mal her. Zeig doch mal. Oh. Hier fleißig am. Die fleißige Biene hier. Ah ja, okay. Damit. Achso, wolltest du mit Holz machen? Also ich habe ja noch Steintreppen, wenn du welche brauchst. Ja, nee. Ich gebe sie dir mal. Falls du sagst, du kannst damit was anfangen. Ich habe die eigentlich mal ursprünglich gemacht, um den Weg zu bauen runter in die Mine. Okay. Ja, ich habe sie jetzt mal benutzt. Dann kommen wir hier wenigstens anständig hoch. Los, brenne. Es ist nur die Frage, was mache ich dann für einen Griff? Papier? Mache dazu Redstone.
Redstone haben wir ja bestimmt auch genug, oder? Ja, massig. Olk hat massig da. Auf jeden Fall. So, dann gieß die Form doch bitte mal voll. Ich glaube, Redstone und Holz brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, ne? Oh, geil, es hat gereicht. Super. So, so, ich habe jetzt mal eine neue Hammergussform gemacht. Ja. So, dann brauche ich Werkzeuggriff-Gussform. Robuste Gussform. Ich glaube, ich brauchte die robuste. Richtig, war das so? Scheiße, wieso steht das da nirgends? Okay, den behalte ich mal drin. Ich könnte ja... Die restlichen Büsche hinsetzen? Ich könnte ja. Oh nein, die Kachel kannst du gar nicht schmelzen. Ob manche Bücher einfach direkt groß werden, ey. So was Doofes, die kannst du gar nicht schmelzen, die Dinger. Welche denn? Die von dem Totem. Davon brauche ich 2 Stück. Hab wahrscheinlich extra gemacht, ne? 2 Stück, was mache ich denn damit? Okay. Das nimmt auf jeden Fall Gestalt an. Hallo mit geschmolzenes Eisengold. Obsidian, bleibt nichts anderes übrig. Muss ich Obsidian nehmen? Wollte ich gar nicht, verdammt. Wird dunkel. Muss ich echt nur Obsidian abbauen? So ein Scheiß. Da stand schon eine Fackel. Erstmal was? Wird es reichen? Wird es reichen? Kannst du schlafen gehen? Es reicht nicht ein. Achso, bist du draußen? Ja. Okay, ich komme. Can you go into your bed, please? Achso, einer braucht nur zu schlafen. Ja. Ich denke, du pennst nicht. Okay. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Achso, das war doch ich. Lol. Olli, verwirrt? Ja, es ist Sonntagabend. Es ist spät. Ich weiß jetzt auch im Moment gar nicht, wo war der Turm? Der war hier die Richtung irgendwo, ne? Kann das sein? Alter, ich bin so völlig wirr im Kopf. Merk das gerade schon. Es ist Wahnsinn. Ja, weil ich jetzt schon wieder so viel Obsidian abbauen muss, obwohl ich das gar nicht wollte. So was Doofes. Ich wollte da nicht einen Hammer dafür nehmen. Das fällt nämlich viel, viel einfacher, wenn du diesen Hammer nimmst. Das geht auch viel, viel schneller. Okay. So. Alter Schwede, wenn du dir so ein bisschen mit Redstone und Lapis noch pimpst, dann ist das ratzfatz ein OP-Hammer. Ratzifatzi geht das dann. Ratzfatz, Alter. Ratzfatz. So, das machen wir auch mal wieder zu hier. So, ich baue nebenbei noch mal hoch. Ja, mach mal. So, dann schmelze ich das ein. Geh mal rein hier. So, wie viel habe ich denn jetzt? 6 Stück. Oh, hier war ein Kessel und unter dem Kessel war eine Truhe. Oh, schön. Danke, wir haben unser Dorf. Wir kennen es noch nicht. Ohne Scheiß. Absolut nicht. Absolut nicht. Man hat ja nichts weiter gemacht. Die andere Sache ist auch mit dem komischen Dingspfahl, was da draußen vor den Stadtmauern herrscht, was ich ja vor ein paar Folgen schon gefunden habe, wo es andauernd neblig wird. Irgendwie ist meine Maus hier schon wieder so toll. Ja, das mit dem Nebel, das war aber doch, glaube ich, weil... Ja, wegen dem Ding. Wegen dem... Wegen diesem... Totem oder was ist das? Keine Ahnung. Genau, wegen dem Totem. Richtig. Und da habe ich mich mal versucht, so ein bisschen schlau zu machen, indem ich dieses Ding mal offscreen versucht habe zu erledigen. Ich bin jeglich dran verreckt. Yeah. Kläglich gestorben. Das ist nur die Frage, was für ein Stil baue ich an Griffgussform. Yeah. Ist dieses Teil? Ja, sieht so aus. Okay, alles klar. Was mache ich da für einen Stiel dran? Das ist die große Frage. Ich finde gerade unser eigenes Dorf hier.
Ich habe tatsächlich noch eine Hütte gefunden mit Truhen und massig von diesen Tablen, Schablonenkiste und alles mögliche. Ich nehme das mal mit, ja. Ich glaube, ich mache da Allomite. Ich glaube, ich nehme dafür Allomite als Griff. Das mache ich auch. Ich kann den auch nicht rausnehmen. Oh, warte mal. So, pass mal auf. Dann machen wir... Allomite. Zack, den kippen wir nochmal da rein fix. Dann haben wir da schon mal einen Griff. Und das reicht nicht. Och, scheiße. Oh, es blüht. Blüht, ich komm zurück. Aufstehen musst du. Aufstehen. Scheiße, und das reicht von Allomite her nicht. Verdammt. So, ich komm mal zurück. Bei mir schwören hier tausende Dinge rum. Wo wäre es denn hier schon? Wir hätten sich hier schon verletzt. Alter Schwede. Ja. Also was, und ich dachte, das reicht, dieses Allomite, was da drin ist. Auspassiert. Das ist doch nur ein Griff. Warte, hier ist aber auch nicht ausgeleuchtet, ne? Nur mal so by the way. Ich wollte nur noch so einen Eulengriff, ey. Ich wollte da nicht Allomite draus machen. Mann! Ich komm mal rein hier. Guck mal mit meinen tausend Sachen, die um mich gebaust dann hier. Muss ich nächste Folge tatsächlich noch farmen gehen, wie so ein Blöder. Ich brauche Allomite. Pack mal alles hier in die Kiste rein, was ich jetzt hier gesammelt habe, damit man Kupferpfanne. Kupferschildbrett. Das braucht ihr doch da für eure Maschine da, oder? Die Barren sind hier oben. So. Ich bin runter, denn das war's auch schon mit der Folge. Lieber Olli, du solltest dich ausloggen. Ja, mache ich jetzt auch. Mache ich jetzt auch. Ich habe noch ein bisschen Allomite gefunden, das heißt, ich werde in der nächsten Folge mir meinen Griff fertig machen können und werde dann meinen etwas besseren Hammer erstellen können, der dann da unten ruckezucke abbaut, damit ich auch die Erze mit abreißen kann, denn diesen Steinhammer, den ich da hatte, den habe ich mir ja im Livestream genommen. Entschuldigung, dass ich dir so in deiner Abmod verfalle. den habe ich mir Freitag in den Livestream mal geschnappt und das ging damit richtig gut. Ich konnte damit richtig geile Tunnel buddeln, musste allerdings, wenn ich die Erze abbauen wollte, dann eben eine Hacke nehmen und das war ein bisschen blöd. So, jetzt bist du dran. Ja, was soll ich sagen? Wenn es euch gefallen hat, guckt auch mal beim lieben Onkel Bopi vorbei, wie immer. Ist wie das immer unten verlinkt. Und vielleicht auch mal bei den anderen Städten, die sind auch immer interessant mit anzusehen, was die so treiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Gleiche gilt auch hier. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Bis dahin. Ciao.